Herzlich willkommen auf Marokko spielt und nun viel Spaß mit dem Video. Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LS22 auf der schönen Nordermarsch. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, den Waldrad zu schnappen. Und wir brauchen den Wagen, denn ich möchte gerne vier Silageballen einmal wegfahren. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal eine frontige Frontgabel. So. Frontgabel. Frontier. Frontgabel sei ich schon hier. Na, wie heißt denn das Ding? Frontlader. Meine Güte. Was habe ich da dran? Da ist die Palettengabel dran. Ich brauche aber... Ich will aber den hier haben. Der reicht, weil das verschwindet sowieso gleich... Ups, gleich in die... Ja, in die Kiste. In die Kiste. So. So, dann brauchen wir den großen. Das ist ja der einzige, den wir noch als Ballenwagen haben. Den kleinen haben wir ja verscherbelt. Was ich aber nicht schlimm finde. Wie gesagt, wir haben jetzt schön zwei Kipper, zwei Mulden Tandem und halt den Allrounder hier. Was ich auch sehr gut finde. So, den fahren wir jetzt bloß einmal in die Werkstatt, dass wir da einmal reparieren. Würde ich sagen, wir reparieren. Wir haben ja Kohle. Das heißt, wir reparieren die Kiste komplett und bauen den einmal um. Wir brauchen den dann sowieso wieder, weil wir wollen ja als nächstes nochmal Ballen machen. Bei uns wollen wir einmal... So, die Quicke reparieren, ja, geht ja so. Ja, wir reparieren einmal durch. 500 und das geht. Eieiei, der Anhänger kostet mehr Geld als der Schlepper. Als Ballenwagen. Konfigurieren, jawohl. Okay. So, das ist alles dran. Na. So, da wollen wir den Brandner mal rausschieben. Das sollte der Lütte ja auch problemlos schaffen. Die anderen sind ja unterwegs. Wir haben ja einmal den Fendt zum Streuen. Der ist da unterwegs. Lars ist noch am Sehen. Auf Feld 83. Große Frage, Nachfrage bei Viehhandel. Können wir mal raufgucken? Ich schätze, die wollen aber höchstwahrscheinlich nur Stroh oder so haben. Gehen wir dann da rauf. Viehhandel. Was hat denn der Viehhandel? Getreide, Gemüse, Gemüseleinheit, Nordmarsch. Ist doch bestimmt Stroh und so ein Blödsinn, oder? Ich weiß jetzt nicht, kann man das irgendwo einsehen? Nach. Ich meine, was wollen die haben? Wie hieß? Hafer? Nee. Höchstwahrscheinlich Silage. Oder Viehhandel, ja. Silage wird hochgehen, aber nee. Den brauchen wir. So, lassen wir dich hier mal stehen. Und dann verlade ich die ganze Geschichte einfach mal. So, da hätte ich ja... Ah gut, das sind nur vier Ballen. Das sollte nicht so problematisch sein. So, ich muss aber ein bisschen aufpassen. Ich habe ja nur... Aber kein Heckgewicht dran. Wie ihr seht, da reichen die
Das sind auch die etwas größeren Ballen, dann nehmen wir nur einen. Wie gesagt, es ist ja zum Glück nur... sind ja nicht so viele. Dann ist das doch gut. Vier Ballen, dann sind das 14.000 Liter für die Siloanlage. Da können wir schon mal ein bisschen was reinblasen. Ja, dann nehmen wir unseren... Ich denke, wir werden unseren Kram als erstes mähen. Dass ich den Schnitt, den zweiten Schnitt in die ins Silo bekomme. Und dann machen wir den Pressauftrag. Ui, Brauner, ganz ruhig. Ich kann es auch anders machen. Wir können erst den Presseauftrag machen. Spielt das eine Rolle? Nein, eigentlich nicht. Ich muss das sowieso nachher mit Autodrive wieder abfahren, weil er sonst das nicht ins Silo fährt. Warum auch immer. Ich weiß immer noch nicht, warum, wo dran es liegt. So. Aber die abgeladen, das ist gut. Genau, zieh den Trecker ran. Nee. Was war das denn jetzt, ey? Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie wir einen Spanngurt wieder anbringen. Eieiei. Ja, natürlich. So, auf wie geht's, Silo? Sprich zur BG. Zu unserer kleinen. Ja, reicht ja auch für den Lütten hier. Das reicht auch für den Lütten. Dass der Fan so lange braucht, ne? Da ist mir ja auch schon wieder ein bisschen unwohl. Da ist mir ja auch schon wieder unwohl. Da stimmt doch schon wieder was nicht. Da hat sich doch bestimmt irgendwo richtig schön wegverfahren. Da müssen wir gleich mal rüber hüpfen, mal gucken. Weil es ja hier auch nicht schlimm, wenn das Gras hier noch ein bisschen wächst. Das ist ja alles supi. Da ist auch das Unkraut am Start. Das kann auch noch wachsen bis... ja. Demnächst. Ging das rein? Hier, ne? Ja, hier ganz rüber und hier ganz rüber. So, Feuergas. Feuer, Gas und weg. Weil die bringt uns natürlich auch immer schön Kohle. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Weiß gar nicht, ich glaube, da ist so Stroh drin, ne? Ja, im Moment ist die Silage-Geschichte echt ein bisschen problematisch bei uns. Wieder mal. Ich werde dann auch, wie gesagt, wenn wir dann Mais häckseln, wenn das gut funktioniert. Ach, da liegt ja auch noch. Da seht ihr, das habe ich auch noch vergessen. Weil die kann ich dann ja mal mit reinschmeißen. Schmeiß ich da auch mit rein. Das war wieder sehr sportlich. Das war ja wieder sehr sportlich. Muss ich auch mal gucken. Genau, ich wollte ja auch die Gülle hier reinfahren. Ich wollte die Gülle ja auch hier reinfahren. Die wollte ich gar nicht zum Düngen nehmen und wollte dann mit Gärresten düngen. Weil dann kriegen wir natürlich doppelt gemoppelt Geld, in Anführungsstrichen doppelt gemoppelt. Ja, also halt schön mit Folie rein. Ja, es ist Biofolie, die kann da so mit rein. Sprich, Gülle rein, da kriegen wir Energie raus, Geld. Und mit den Gärresten können wir dann... düngen! Ich muss da mal merken, aber doch, wenn ich hinten kein Gewicht dran habe, ist es schon ätzend, ne? Dann sind wir dann schon echt leicht unterwegs. Und ich glaube, ich habe doch schon Radgewichte, meine ich, ne? Ich habe schon Radgewichte dran. Ah ja, gut, aber hey, was wiegt so ein Teil? Aber halt ein bisschen vorsichtiger fahren. Das könnte man ja machen. Das könnte man ja tun. So, da haue ich auch gleich mal die Strohballen da rein. Das wollte ich auch schon in der Zeit gemacht haben. Halt vergessen. So. Ja. So, jetzt sollten wir ja eigentlich wieder was drin haben. Jetzt sollten wir doch eigentlich wieder was drin haben. Ja, 14.000. Da ist ja tatsächlich nicht so viel. So, und das Stroh kann ich dann auch mit reinhauen. Das Stroh bringt natürlich nichts. Das ist natürlich lächerlich, aber es bringt schon mal mehr als gar nichts. Ah, Stroh haben wir echt viel. Woher eigentlich? Woher eigentlich? Ich fahre hier schon wieder alles kaputt. Nicht, dass die Bank das sieht, sonst kriegen wir halt keinen Kredit mehr. Gleich noch den einen Ballen, dann gucke ich einmal zum Fend, zum Dünger streuen. Das wird bestimmt wieder Hölle sein. Da wird wieder irgendwas im Argen sein. Wir sind bestimmt irgendwo an der Mühle oder so festhängen, an dem Windrad. So.
So, haben wir mal was anderes wieder gemacht. Haben wir mal hier Rundlader am Start gehabt. Naja, und irgendwo stehst du bestimmt wieder jetzt am Feldrand. Jetzt hier ist seit 378 Euro. Euro Geld. So, aber wir wollten ja jetzt erst einmal hüpfen, ne? Ne, der läuft tatsächlich. Ach du Scheiße, Leute, ich hab Mist gemacht. Hab ich Mist gemacht? Ich hab Mist gemacht. Halt mal. Wisst ihr, was ich nämlich vergessen hab? Ihr seht das, ne? Ah, Leute. Ich denke mal nicht, dass er das selber abgeschaltet hat. Super, super. Hätte locker gereicht, jetzt natürlich nicht mehr, ne? Ach. Schade. Ja, gut. Ich hab sowas doch schon gerochen. Ich hab sowas doch schon gerochen. Ärgert mich das, aber warum fährt er eigentlich? Ich hab doch nächsten Wegpunkt. Warum fährt der eigentlich jetzt hier über das Feld so rüber? Das verstehe ich jetzt ja nun wieder mal gar nicht. Ah, toll. Jetzt müssen wir wieder alles selber machen. Ah, oder habe ich noch mal Glück? Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, Freunde. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ihr sagt ja auch wieder nichts. Es war wieder so klar. Irgendwas ist doch immer. Aber vielleicht haben wir Glück und ich verballer dann ja nicht alles. Bisschen komisch ist das schon. Nee, ja, du fahr doch. Ah, ist das ärgerlich. Ja. Eigentlich ärgert mich nur. Was ist hier los? War der Tempomat auch nicht richtig eingeschaltet? Oh. Ganz einfacher Plan. Ganz, ganz einfach. Und dann wegen Teilbreitenstelle. Ich muss mir echt angewöhnen, dass ich die immer wieder gleich zurückstelle, wenn ich die nutze. Das kann ich höchstwahrscheinlich wegen 3% hier
schalte ich sie nicht ab. Ich muss wahrscheinlich hier einmal zwischenfahren wieder. Ja. 97%. Ah, das wäre doch nix. Ja, ich habe weitaus mehr als das Doppelte rausgehauen. Das ist ja voll die Milchmädchenrechnung hier. Es hat wenigstens so gerade eben geklappt. Es hat so gerade eben geklappt. Ja, es ist echt schon wieder ärgerlich. Okay, machen wir meinen Fehler. Mein Fehler nützt ja nichts. Nützt ja nichts, Parkplatz. Fährst da bitte hin? Danke. Da kann er ja nichts für. Was macht denn unser Dinkelfeld? Das Dinkelfeld dinkelt. Da würde ich aber tatsächlich sagen, da werden wir ja noch ein bisschen Saatgut brauchen. Glaube ich. Ich habe das jetzt gar nicht so im Kopf. Ah, das wäre eine ganz, ganz knappe Nummer, ne? Das wäre eine ganz knappe Nummer. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Ich bin natürlich am Überlegen. Ich habe jetzt ja eigentlich keinen Saatguttransporter. Das wäre eigentlich für Dünger und so dieses Teil hier. War da hier drinne? Den fand ich eigentlich nicht so schlecht. Ja, den kann man auch an ein anderen Auto ranmachen. Vielleicht eventuell an unser Gato? Jetzt muss ich mal überlegen, wo war der? Überladewagen, meine ich. Düngerstreuer, Miststreuer, Überladegedöns. Der hier. Der 8 bis 20 Kubikmeter, das waren irgendwie 200 oder 2000, ne? Ist ja schon mal besser als nix. Kostet uns 12.000. Weil da brauchen wir nicht hin und her fahren. Wobei für 12.000 können wir ein paar Mal hin und her fahren. Gerade wenn wir Autodrive haben, ne? Ja, aber ich mag doch so gerne solche Sachen. Leute, was wollen wir da machen hier? Was soll ich machen? Soll ich sagen, scheiß drauf? Der Seat Runner. Naja, wenn wir jetzt... Wenn wir nachher Felder unten kriegen und Saat und... Ich bin noch unentschlossen. Ich bin noch unentschlossen. Weil ich kann natürlich Saat auch hier auf den Hänger auffüllen. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich ranfahre, ob ich das auch kriege. Aber das würde ich natürlich schon gerne mit so einem Anhänger machen wollen. 12.000? Geht eigentlich. Aber wir gucken mal, wir lassen ihn erstmal fahren. Ich weiß auch gar nicht, ob der Helfer, wie ich den Helfer eingestellt habe. Ah, ich würde gerne mal was ausprobieren. Pass auf, wir können das ja ruhig ein bisschen, habe ich ja gesagt, das ist uns auch ein bisschen langweilig, aber wir können ja mal ein bisschen Realismus einführen. Wie ist das, wenn ich einen Anhänger mit Saatgut hab und mit einer Schaufel ranfahre? Kann ich die Schaufel da voll machen? Ich glaube nicht, ne? Ah, wisst ihr was? Kommt. Kommt, Leute, was soll der Geiz? Ist ja eh bald hier vorbei mit dem LS und mit dem 22er.
Ja, es ist, weil man sich nicht konzentriert. Entschuldigung. Und dann gönnen wir uns noch den Sissy Runner. Nein. Ich bin schneller. Du darfst warten. Vielleicht können wir den sogar mit unserem kleinen Gato ziehen? Können wir mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, wenn er voll ist. Müssen wir denn schon hier, glaube ich, mit unseren Dings machen. Oh, hoppala. Ich weiß auch nicht, ob das hier so Not tut. Das ist das ja auch, aber ich bin jetzt werde ich, jetzt fange ich an, geizig zu werden. Jetzt. Kommt, den gönnen wir uns. Wir gönnen uns den Seedrunner. Ja, den Hoover mit dem ihm hier. Holen wir eben nochmal schnell ab. Der End ist ja da. Da können wir den mit Dünger nicht, aber mit Saatgut einmal voll machen. Große Frage bei Landhandel. Sollen wir mal gleich mal gucken. Ob da jemand Raps haben möchte, sonst gibt's Raps. Rups, rups, rups. Das Ding mit dem Gato ziehen wäre schon große, wäre schon eine Nummer. So, unser neuer Runner. Da gibt es natürlich noch schön Foto von. So. Gut, Farbe ist Geschmackssache. Habe ich eigentlich auch nur jetzt so ganz prophylaktisch und pro forma ausgewählt. Weil die Folge ist ja auch schon fast wieder rum. Wo bin ich gegengestoßen? Scheiße, es geht nur mit dem PKW, ne? Das ist ein PKW-Anhänger, ne? Ach, schade. Aber echt? Geht das nur? Ja, ja. Ja, ja, das ist ja so ein PKW-Gedöns. Mr. Kistep. Der ist zu hoch. Der müsste. Dann hoffe ich, dass der Gato das schafft. Dann hoffe ich, dass der Gato das schafft. Da probieren wir aus. Das probieren wir aus. Was kriegen wir noch hin? Das wollen wir jetzt wissen. Dass ich ihn sonst noch ein Pickup kaufen muss. Naja, stimmt schon. Das ist ja eigentlich für PKW gedacht. Ah.
Das ist ja eigentlich für ein Pkw gedacht. Nee, mit unserem kleinen Hufschlepper, ne? Der ist ja hier echt, echt fleißig in Gang. Na, nee, nee, nun park den nicht hier. Nicht hier parken. Ein paar Kühe könnten wir uns auch noch kaufen. Ein paar Kühe. Habe ich gesehen, da haben wir gar nicht so viel. Laufen wir einmal über die Wiese. Mal abkürzen. Hüpf. Hallo Mädels. Grüß euch. Bitte. Moin moin. So, zack. Gerti, wir müssen mal eben mal schnell mal los. Ist ja auch ein bisschen schneller, der Kollege. Ich hatte jetzt keine drin. Lass mal den Tank erstmal hinten drauf. Also ranpassen wird er. Ich hoffe, der zieht den auch wenn nachher Saat drin ist. Ich meine, der ist ja nun wirklich ein bisschen klein hier, der Vogel. Eigentlich. Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Ja, kann ja schon hin. Wie gesagt, zum Glück kaufen wir ein Pickup. Ich überlege, wir waren fast bei 100.000. Ich habe was gekauft, was eigentlich nicht Not tut. Wie immer. Wie immer. Sehe ich ja gar nichts. Ah, das ist so. Ja, dran kriegen wir den schon mal. Jetzt muss da nur noch Saat rein, ne? Würde ich aber das andere Ding noch einmal hier lang fahren. War ich ja nicht so oft dran. Ja, also wenn da Saat noch drin ist, oha. Aber naja, gut. Mal schauen. Du kannst ja mal über das Feld abkürzen, Kumpel. Was soll's, ne? Ich meine hier, wie war das? In der Not frisst der Teufel Fliegen und so, ne? Ja, aber das mit der Saat machen wir natürlich dann erst in der nächsten Folge. Obwohl, wir können ja mal sehen, ob er sich überhaupt bewegt bekommt. Ich mache ihn auch nicht ganz voll. Wir gehen denn, was weiß ich, 2000 Liter rein. Mehr passt ja in die Drille auch nicht. So, gucken wir mal eben. Saatgut. Können wir überhaupt 2000 Liter kaufen? Ja. Gucken, ob wir das da überhaupt reinkriegen, das Zeug.
Saatgut. Ja, Leute, problemlos. Hervorragend. Gut, schön. Das läuft. Wir haben den Seedrunner. Okay, Leute, also dann würde ich sagen, wir sehen uns übermorgen. Also, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, euer Maruk. Ciao.